Hallo da draußen und vielen lieben Dank fürs Einschalten. Heute gibt es einen leckeren Obatzdar Brotaufstrich zusammen mit etwas Bärlauch. Das ist in einem Kräutersalz enthalten. Darin ist noch etwas Oregano und ein bisschen Meersalz. Dann brauchen wir noch natürlich etwas Camembert-Käse, ein bisschen Frischkäse und Emmentaler, der ist gerieben. Die Butter, die ihr dazu verwendet, sollte unbedingt weich sein, damit es viel leichter zum Kneten ist. Anschließend noch für 2-3 Stunden abgedeckt im Kühlschrank ziehen lassen und ihr habt einen super leckeren Obatzdar. Wir fangen mit etwas Butter an, einfach in eine Schüssel geben und jetzt schneide ich noch den Camembert in kleine Stücke, so lässt er sich leichter verarbeiten. Dann zu der Butter geben, den geraspelten Käse dazu und etwas von dem Kräutersalz. Dann noch Paprika. Und noch etwas Petersilie, die ich jetzt hier ein bisschen klein schneide. Dann noch etwas von dem Frischkäse und alles gut miteinander vermischen. Gar nicht, ob man das im Video gerade erkennen konnte, aber es ist so richtig schön winzig. Der Obatzdar ist natürlich super herzhaft, schmeckt super lecker zu einem kräftigen Brot, ein Zwiebelbrot zum Beispiel oder ein einfaches Weißbrot passt super dazu und natürlich auch für den kommenden Sommer zum Grillen perfekt geeignet. Für die Zubereitungszeit braucht ihr so 5 bis 10 Minuten, wenn alle Zutaten weiß sind, der Camembert zum Beispiel und die Butter, geht das relativ fix. Und wie gesagt, anschließend noch unbedingt in den Kühlschrank stellen, abgedeckt für 2-3 Stunden und dann ist alles fertig. Wenn euch das Rezept gefallen hat, gebt dem Video doch einen Daumen nach oben und teilt es mit euren Freunden. Ansonsten vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, wenn ihr es nicht schon längst getan habt. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen und einen guten Appetit. Tschüss!